Guten Morgen, liebe Radfreunde. Es ist der 5. Fahrtag, der da heute begonnen hat. Und die Sonne steht schon um 30 Grad über dem Horizont. Und es ist zu hoffen, dass es heute ein schönes Wetter gibt. Und gelesen habe ich nichts Gegenteiliges. Also lassen wir es dabei bleiben. Ich bin etwas verspätet, weil ich etwas zu spät aufgestanden bin. Dann habe ich nach dem Frühstück zugesehen, dass ich aus Neuburg wieder rauskomme und eine lange Gerade Richtung Ingolstadt zu beschreiten hatte, wo also richtig Verkehr war. Und jetzt bin ich wieder in der Prärie und es ist schön ruhig. Und das ist herrlich. Und das erste Highlight des Tages steht gleich hier vorne. Jetzt rechts. So, Nahziel ist jetzt Weichering 6,8 Kilometer und Ingolstadt 18. Und das beginnt nach dem Jagdschloss Grünau, das habe ich eben gerade noch mal gelesen, beginnt jetzt in einer sehr schönen Eichenallee. Fahren wir mal und genießen es. Hier bin ich jetzt wieder in einem schönen Eichenwald, teilweise auch Buche. Das gefällt mir gut. Es ist zwar dadurch schlagartig wieder ein bisschen frischer geworden, statt der 16 dann nur noch 13 Grad. Aber da ich ja noch meine Fließjacke anhab, ist das noch kein Problem des Frierens. Eher eine Freude, in so einer schönen Natur zu sein. Und das ist heute Morgen ein gutes Startthema. Auf geht's und weiter. Also bei diesem Schilderwald hier, da kann man also alles Mögliche sehen. Moor- und Wassertour, große Auenrunde, ja, am Ei, Bayernnetz für Radler, auch und die Via Claudio Augusta ist auch dabei. Und die 6 Europa und die 6, weiß der Kuckuck, und die Deutsche Donau. Ein Glück, dass meine Emma weiß, wo es lang geht. Sonst würde es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig werden. Aber das gehört einfach dazu. Die wollen es halt ordentlich machen. Nach 30 Kilometern Morgenfrühsport habe ich nun Ingolstadt erreicht. Und jetzt robbe ich mich so langsam ein bisschen was durch die Stadt, um zu sehen, wo ist das Münster und wo sind die schönen Häuser. Die will ich auf jeden Fall sehen, bevor ich einfach nur weiter donner. Das ist das alte Haus, alte Rathaus, und hier ist das neue Rathaus. Man hole schon mal die Badehose raus. Und da wird es jetzt gleich noch weitergehen. Im Hintergrund das Münster. Aber da gehe ich jetzt mal nicht rein. Hier ist zu viel los. Ich fahre jetzt weiter auf meiner Strecke und das Wetter ist sehr schön, das muss ich mal nutzen. Jetzt überquere ich gerade wieder die Donau zum x-ten Male und die ist hier ganz schön breit. Da hinten scheinbar ein großes Kraftwerk mit 3 Kaminen. Ja, und hier da hinten geht es weiter. Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht.
Das ist die Silhouette von Vorburg. Folge dem Weg 450 Meter. Ich fahre selber jetzt nach wie vor auf dem Damm, den die ganze Donau hat, denn wehe, wenn so ein großer Fluss erstmal über die Ufer geht, dann schwimmen die alle im Wohnzimmer. Insofern ist dieser kräftige Damm hier sehr wohl gut. Und schon wieder eine schöne Bienenwiese. Ich robbe mich so langsam vorwärts, aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Hier gibt es viel Landschaft. Und es ist jetzt schon 11:45 Uhr. Die Mittagspause rückt näher. Die Lust dazu, ein schönes Alsterwasser oder ein Radler, wie immer man es nennt, zu haben, wird immer größer. Mal sehen. Aber ich freue mich auch natürlich schon sehr auf Kloster Weltenburg und die Bötchenfahrt. Hier ist jetzt gerade Markt Vöhring, Kreisstadt Eichstätt. Schauen wir mal weiter. Außer Weizen und Roggen und Hafer und sowas wächst hier tatsächlich was Neues. Nämlich das, was man fürs Bierbrauen braucht. Sehr schön. Ja, das scheint hier die richtige Gegend dafür zu sein, Hopfen anzupflanzen. Es wird zwar wieder hügelig, aber schöne, weitläufige Landschaft. Angereichert mit Zukunftsmusik an solchen Kabeln. Und hier sind wir jetzt wieder an einem Highlight des Tages, nämlich UNESCO-Welterbe Grenzen des Römischen Reiches. Und dann kann man hier den Limes sehen. So kurz vor Regensburg, da hörte es dann auf. Und oberhalb der Mosel fing es an. Da gibt es auch einen Limes-Radweg, der aber sehr anstrengend sein soll. Da geht es ständig nur rauf und runter. Ja, und sie nennen es hier Römer Castel Abusina Eining. Schauen wir mal hin, was es ist. Also, wie ich sehen kann, ein weitläufiger Komplex, der also, ja, ich würde mal schätzen, 500-600 Meter lang ist. Aber die werde ich jetzt nicht ablaufen, sondern das, was man hier vorne sieht, ist schon repräsentativ genug, um die damaligen Stätten zu dokumentieren. Und ich darf mal wieder direkt am Fluss lang radeln. Das ist auch schön. Und ich bemerke positiv, dass der Fluss wieder ein bisschen sauberer geworden ist. Dann radeln wir mal so langsam auf Kloster Weltenburg zu. Da freue ich mich schon drauf. Ja, meine alte Sportzunft, Segelflug mit einer Murat-Zollnier als Schleppflugzeug. Ist ein Schulflugzeug, doppelsitzig dahinter. Sehr schön. Mein lieber Schwan, das ist ja schon Akrobatik hier. Mit so viel Gepäck durch die vielen Löcher durch, hüpf, hüpf, hüpf. Aber es lohnt sich hier lang zu fahren. Es ist eine ganz tolle Natur hier. Und irgendwann muss das Kloster Weltenburg kommen. Das da drüben ist Weltenburg. Da müssen wir jetzt mal sehen, ob man da schon ins Bötchen muss und am Kloster dann vorbeifährt, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das werde ich gleich wohl rausfinden können. Weg 350 Meter.
Ist ja wie an der Riviera hier. Die Tour wird angepasst. Dies ist ein bisschen was von innen, von der Benediktinerabtei Weltenburg, die im Übrigen ein hervorragendes Bier brauen. Ist die Hölle los hier. Nix wie Boot finden. Ja, der wollte uns nicht mitnehmen, aber der andere da hinten, der soll irgendwas uns mitnehmen. Naja, warten wir es ab. Am Fuß des Weiberlers. Weiberler, genau. Ja, schau, Vater, ist das jetzt schön. Da stehen schon wieder, naja, nicht so viele. Aber. Im Bötchen fahren macht mehr Spaß als oben über den Berg da runterfahren. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Mit 30 Kilo Gepäck. Da müssen sie da oben drüber und dann da hinten wieder runter. Ja, das haben sie uns. Wir haben immer mit dem Rad gesagt, wenn ihr einen Berg hoch wollt, dann haben wir gesagt, oh, dann fahren wir lieber mit, oder? Wie tief sind wir denn ungefähr? Jetzt wird es spannend da vorne. Ja, das Hochwasser gibt. Das war eine schöne Bootstour vom Kloster Weltenburg, ein paar Kilometer weiter runter. Und jetzt habe ich hier wieder einen Weg, wo ich nach Kelheim weiterradeln kann. Aber das war sehr, sehr schön. Mit so einem Bötchen wieder vorne, die scheinen wohl speziell dafür gebaut zu sein. Ja, nun radeln wir mal bis Kelheim weiter durch. Wird nicht so furchtbar viel sein. 5-6 Kilometer oder so, schätze ich. Auch dieser Weg hier ist fantastisch. Nur da ganz hinten, wo dann die Engstelle ist, da muss man dann steil hoch. Und das ist mit dem Rad und viel Gepäck ungesund. Aber das Bötchenfahren war im Grunde genommen viel schöner. Und schon verflüchtigt sich ein klein wenig der Menschenstrom. Aber dafür ist da oben die Jahrhunderthalle zu sehen, in dem sämtliche wichtigen Köpfe Deutschlands modelliert sind.
Da bin ich schon mal gewesen, da kann man schön von oben runter schauen. Aber da muss man von hinten lange den Berg hoch mit dem Fahrrad. Danke, nein, mit Gepäck. Das ist das Stadttor von Kelheim. Alles wieder typisch wie in Bayern eingerichtet. Die wichtigen Orte sind alle lang gezogen, links und rechts. Die wichtigsten Häuser mit den Geschäften und viele, viele Cafés. Denn wenn hier kein Regen ist, dann ist schönes Wetter durchaus verlockend und man sieht es am Ergebnis, die sitzen alle draußen. Ja, liebe Radfreunde, der fünfte Fahrtag ist vorbei und er enthielt primär ein besonderes Highlight, nämlich mit dem Holzbötchen durch den Donaudurchbruch bei dem Kloster Weltenburg. Vor dem Kloster angekommen, haben die Leute sich fast totgetreten. Heute ist Samstag und die wollen jetzt nach Corona alle wieder raus. Und da sind von Kelheim aus ganze große Schiffsladungen hochgekarrt worden. Es ist unglaublich. Man wäre in das Kloster gar nicht reingekommen. Die Schlange, die stand da in zehn Leute nebeneinander, ungefähr 50 Meter weit. Das war eine reine Wahnsinn. Ich bin an allem vorbei und habe nur gesehen, dass ich so eine Bootsfahrt mitkriege und das funktionierte. Aber es waren drei Mann beschäftigt, mein ganzes Gerödel aufs Schiff zu kriegen und das Fahrrad drauf zu machen. Da waren ein paar Herren und eine Dame sehr beflissen, das zu managen. Habe ich auch extra für bezahlt. Was soll's? Das hat sich immer gelohnt. Das ist ein wunderschöner Donaudurchbruch. Den habe ich ja schon mal mitgemacht, aber das ist schon so lange her, dass ich schon nicht mehr weiß, wie das war. Und das hat mich heute richtig begeistert. Ihr werdet es ja sehen und ich hoffe, dass es euch auch entsprechend Freude gemacht hat. Und wenn ihr wollt, dann können wir ja morgen den sechsten Tag machen. Ich weiß noch nicht, wie weit ich morgen kommen werde, aber das finde ich nachher wie immer raus, bevor ich morgens früh wieder Gas gebe. Dann bis morgen, liebe Radfreunde, und es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis dann, tschüss.